Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer anderen Folge Minecraft. Genau, und wir machen uns heute daran, einen Nikolausstiefel zu machen, denn es ist ja auch bald Nikolaus und was gibt's wohl nicht Schönes, als seinen Freunden auf dem Server so einen kleinen Nikolausstiefel zu basteln, wo vielleicht auch irgendwas drinsteckt. Wir basteln da heute so ein paar Zuckerstangen rein, so ein paar kleine Geschenke und ein bisschen Schokolade, das darf da natürlich auch nicht fehlen in so einem Nikolausstiefel. Und den bauen wir heute, der ist natürlich auch nicht nur so einfach so gedacht, so zum Hinstellen, nein, da kann man auch reingehen und zwar zum Bewohnen, denn ich finde einfach so vielleicht ein cooles kleines Häuschen, was man sich auch mal irgendwo hinbasteln kann, das ist bestimmt ein Hingucker, besonders jetzt zur Weihnachtszeit. Man geht kurz rein, also so ein kleines Survival-Häuschen kann man sagen, alles drin, was man so ein bisschen braucht, hier einfach mal einen Rüstungsständer. Oh, der hat sogar einen Schneeball in der Hand, Freunde. Dann kann man ja bald noch einen Schneeballschacht machen, aber ich glaube, es sieht noch gar nicht so aus, als ob hier gar keine Wolke am Himmel. Naja, dauert bestimmt auch, bis Schnee kommt. Aber wir können hier schon mal den Nikolausstiefel machen, denn es ist ja auch bald Nikolaus. So, aber ich würde sagen, bevor wir überhaupt anfangen, brauchen wir Blockmaterial. Und dabei gehen wir einfach wie immer in unsere geliebte Kiste ran und tun uns einfach mal die erste Reihe raus. Heute reicht das auch alles hier in einer Kiste. Eigentlich super parat. Huh, wir haben was vergessen. Okay. So, wir holen uns einfach mal ganz passend raus. Schwarzen Beton, roten Beton, dazu noch weißen Beton. Dann holen wir uns gleich noch rote Wolle wie ein Goldblock raus. Also ein bisschen Gold müsst ihr auch irgendwo noch finden. So, und dann haben wir noch Steinknöpfe parat. Dann auch Holzfalltüren, roter Teppich und eine Birkentür. So, wenn ihr dann das ganze Blockmaterial habt, geht's los. Erstmal mit dem schwarzen Beton. Wir müssen natürlich erstmal die Sohle bauen von unserem Nikolausstiefel. Das heißt, erstmal setzen wir 1, 2, 3 mal schwarzen Beton. Gleich daneben noch einmal. Denn dann haben wir hier so eine 2er Breite, 3er Länge. Okay, danach lassen wir einfach mal eine Reihe komplett frei und setzen nochmal 1, 2, 3. So, danach würde ich mal sagen, setzen wir das einfach mal nach vorne weg. Und dann ziehen wir da 1, 2, 3, 4, 5. 6 weitere Blöcke vorne ran. Gleich daneben machen wir noch einmal. Also es muss auch auf eine 3er Breite kommen. Ja, super. So, dann machen wir noch an den Seiten über was. Wir fangen hier hinten einfach mal an. Lassen den ersten Block einfach mal in Ruhe. Und beim zweiten dann 1, 2, 3, 4 setzen wir ran. Und vorne sollten wir noch 2 Blöcke Platz haben. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. 1, 2, 3, 4 Blöcke rangesetzt. Und super. So, kommen wir jetzt langsam zum roten Beton. Da müssen wir jetzt einmal um den... Ja, um die ganze Sohle unten einmal so eine weitere Schicht ziehen. Das heißt einfach mal, müssen wir ein bisschen hier fummeln. Setzen wir einfach mal jeweils hier so einen ran. Den inneren Block würde ich mal wegschlagen. Vielleicht ist das so eine bessere Übersicht, denn für einen. So, das machen wir hier auf der Innenseite auch nochmal. So, einen hier hin. Also jeweils einmal einen Block so, dass er über unserer Sohle steht, müssen wir machen. So, auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Einmal, dass alles übersteht. So, hier auf der anderen Seite auch nochmal. Ha, das kriegen wir doch hin. Super. So, dann schlagen wir die inneren Blöcke nochmal weg. Perfekt. So sollte das Ganze erstmal aussehen. Und dann machen wir den zweiten Schritt. Ganz einfach, setzen wir jetzt auf jeden roten Beton noch einen weiteren roten Beton drauf. Super, hast du das geschafft? Sehr schön, dann können wir gleich weitermachen. Und zwar schlagen wir jetzt einfach mal diesen Block hier vorne weg. Gleich dahinter nochmal den hier und von der anderen Seite auch nochmal. Also den ersten Zweier hier müssen wir weghauen und danach nochmal den hier. Jetzt setzen wir einfach jeweils dahinter wieder einen Block ran, damit das Ganze, sag ich mal, so zu ist. Super. Kommen wir nun auf die Rückseite. Hier hatten wir, sag ich mal, ja, den roten Beton so auf eine Zweier nach hinten gesetzt. Setzen einmal in der Mitte oben einen hin. Super. Dann davor setzen wir jeweils so, dass wir hier, na, kriegen wir es hin, so 3 Blöcke haben. Sehr schön. So, danach setzen wir hier vorne weiter an, dass wir dann einfach 1, 2, 3 haben. Aber ich glaube, ich vertue mich. Ich gucke mal kurz hier bei unserem Originalstiefel und ja, ich habe mich vertan. Seht ihr, da müssen wir mal gucken. So, richtig wäre es denn so. Wir machen es nochmal auf der anderen Seite. Wir hatten ja, sag ich mal, jetzt hier die 3er gemacht. Und setzen dann einfach gleich hier einen an und nochmal 1, 2 nach vorne, dass wir 3 haben. Super. So, das Ganze machen wir hier auch nochmal. Ich würde sagen, ziehen wir das hier einfach mal gerade noch ein bisschen zu und setzen davor auch nochmal 3 an. Sehr schön. So, wenn wir das Ganze geschafft haben, setzen wir jetzt, würde ich mal sagen, jetzt hier in der Mitte einen an. Ne, wir haben ja hier eine schöne Mitte und ziehen das Ganze einmal bis nach vorne weg. Können wir ruhig machen. Dann an den Seiten hier jeweils einen. So, dann setzen wir unten den Boden jeweils einen rein. Dann sieht das so in etwa aus, wie so ein Kreuz, kann man sagen. So, hier hinten wieder setzen wir jeweils zur Seite 2 Blöcke ran. Hier auch nochmal. Und weil es so schön war, machen wir es noch einmal. Dann machen wir einfach noch einmal. Super. So, jetzt würde ich sagen, setzen wir an den Seiten jeweils hier unten einen an.
So, und dann oben jeweils zack und zack nochmal ran und fertig ist nur an sich der Schuh. So, jetzt müssen wir einfach mal noch hier hinten das hochziehen. Jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau die Maße, müssen wir mal kurz zählen. Wie war denn das? 2 und nochmal 2. Ah, ich hab schon. So, das heißt einfach mal. Ich hab's wieder vergessen. Ich bin auch so ein Schussel. Ah, wie kommen wir immer dazu? So, 4 an sich. Na gut, kriegen wir doch hin. So, 3 haben wir schon. Das heißt, machen wir einfach mal 4 hin. Also da hinten noch 2. Haben wir hier auch nochmal. So. Dann setzen wir vorne hier 3 ran. Die Rückseite machen wir auch zu. Supidubi. So, hier hinten setzen wir dann schon mal 3 wieder rauf. Denn hier jeweils ein und dann nochmal ein nach vorne weg. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. So. Und dann würde ich sagen, verbinden wir das hier einfach mal vorne. So, und ich muss nochmal kurz ein bisschen nuschern, ob das Ganze auch richtig ist. Ha, so ein Schuh. Müssen wir einfach hier vorne noch einmal ziehen. Und bevor ich mich euch jetzt hier komplett irgendwie durcheinander bringe, halten wir das kurz an. Ich guck mal kurz, wie man das richtig baut. So, Fehler entdeckt. Wir machen jetzt so weiter. Also eigentlich brauchen wir nichts verändern. Naja, ein bisschen was dazu setzen müssen wir schon. Wir setzen einmal hier 3 Blöcke noch dazu. Super. Und dann machen wir einfach mal hier an der Seite jeweils 2 Blöcke hin. Sehr schön. So sollte das Ganze aussehen. Das machen wir nochmal auf der anderen Seite. Das heißt, wie war das? Wir setzen einfach mal einen Block hier unten an. Einen noch hier oben. Und dann war das eigentlich schon alles. Ja. Okay, wenn wir das geschafft haben, setzen wir hier oben jeweils hier 3 hin. Hier nochmal 3 hin. Hier vorne 3 hin. Und vorne nochmal zuziehen. Super. So, wenn wir das geschafft haben, können wir eigentlich einmal hier das alles einmal ausfüllen. Mit schwarz. So. Und dann kommen wir schon zum weißen Beton. Und den weißen Beton, den ziehen wir jetzt oben noch einmal komplett überall lang. So an den Seiten jeweils hier. Hopp, 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 hopp. Na. So, das machen wir gleich hier erstmal wie so ein U und machen das Ganze auf eine Zweierhöhe. So. Einmal komplett rumziehen hier. Super, jetzt gucken wir nochmal kurz hier beim Original. So, Fehler wieder entdeckt. So, wir müssen eigentlich nichts verändern. So, außer doch ein bisschen was. Wir setzen einmal hier hinten, hatten wir ja, sag ich mal, das hier jetzt hingezogen. An den Seiten jeweils noch einen roten Beton ran. Und in der Mitte haben wir ja so 5 an sich und setzen auch nochmal einen hin. So, darauf können wir dann schon mal 2 weißen Beton setzen und ziehen das Ganze nochmal 2-mal zu jeder Seite. Jo. Super. Danach füllen wir nochmal hier den Innenraum mal kurz einfach mit schwarzem Beton aus. Denn ich sage mal, da stecken wir ja dann später die ganzen Geschenke rein. Aber es muss ja hier alles erstmal zu sein. So, super. Und das ist an sich schon ein bisschen unser Stiefel. Jetzt kommen noch die ganzen Zusatzsachen dazu. Wie zum Beispiel unsere Schnürsenkel oder halt die Schnalle, womit wir halt den Stiefel ein bisschen enger machen. Wir setzen einfach mal hier oben die erste Schicht roter Wolle hin. Davor einfach nochmal eine. An der Seite hier setzen wir einmal hier unten einen Goldblock ran, dann nochmal hier vorne. Und dann machen wir jetzt so 2-mal rote Wolle an der Seite hin. So, dieses Spiel müssen wir nochmal auf der anderen Seite machen. Erst einen Goldblock hier einmal unten ransetzen, einmal da vorne und dann 2-mal rote Wolle an der Seite. So, danach kommen wir zu den Steinknöpfen. Die, würde ich mal sagen, setzen wir in so ein Muster. Einmal einen so dahin, einen dahin, dann da und da. Das sind dann so, sage ich mal, die Löcher zum Zuschnüren für den Stiefel. Setzen wir einen hier oben rauf und einen an der Seite, würde ich machen. So, auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Sollte synchron sein, also einen oben und an der Seite hatten wir. Super. Wenn wir das Ganze haben, basteln wir jetzt schon den Eingang für unsere Tür. Das heißt, wir fliegen hier vorne einmal hin. Sag mal, hier hatten wir ja so 4, ne? Schauen wir die 2 Blöcke weg. Setzen die Tür so nach innen rein. Und dann setzen wir einfach hier oben ran eine Holzfalltür. Du kannst natürlich auch eine Eisenfalltür nehmen, aber ich finde so eine Holzfalltür, die passt so ein bisschen zum Rot. Und darauf machen wir einfach Teppichchen. So, und jetzt kann man hier natürlich schon reingehen. So, ich würde sagen, wir machen mal kurz das Blockmaterial weg und gehen wieder an die Kiste ran und holen uns einfach mal die zweite Reihe raus. Obwohl, nee, die dritte ist zum Einrichten. Dann fangen wir damit natürlich auch an. So, und zwar zum ein bisschen so einrichten brauchen wir ganz einfach mal den roten Beton, gefolgt von ein bisschen Teppich. Ich nehme jetzt Orange, dennoch Grün und Grau. Gefolgt, dann holen wir uns noch Treppen raus. Schwarz Eichenholztreppen empfehle ich dir einfach mal. Hol dir davon die Stufen und dann auch mal Fichtenholzstufe, so halt so eine andere Farbvariation, damit das Dach ein bisschen anders aussieht oder die Decke. So, dann gehen wir mal rein in den Stiefel. Aber ich hoffe, der stinkt nicht von innen drin, aber wir gucken mal. Ja, alles super. Okay, wir fangen an. Erstmal würde ich sagen mit dem roten Beton. Wir müssen erstmal hier ein bisschen was zuhauen. Ich würde sagen, wir machen mal da einen hin.
Dann mache ich einfach mal diese Wand komplett zu, mache dahin hin, fertig. So, dann ist das Ganze hier schon mal innen drin fertig. Wir können hier oben auch ein bisschen was schon wieder weghauen. Müsst ihr mal gucken. Ich glaube, wir können insgesamt hier dieses 9er Feld einmal weghauen. Genau. So, da setzen wir einmal unsere Treppen jeweils an den Seiten hin, so dass die sich gegeneinander angucken. Verbinden das Ganze dann mit der gleichen Stufe und nehmen wir noch eine andere Farbe und setzen die da Mitte rein, damit wir hier so eine Decke haben. So, danach kannst du dir natürlich hier noch Teppich nehmen und machst hier, ja, wie du möchtest, so ein kleines Muster rein. Oder kannst auch jede andere Farbvariation machen. Das ist jetzt nur meine Idee, wie man sich das machen kann. So, ich nehme noch ein bisschen so grauer Teppich, um mir hier so eine Fußmatte zu machen. Leider kann man den Block nicht austauschen, sonst müsstest du die Farbe der Sohle ändern, weil es sieht sonst blöd aus, wenn du diesen Block austauschst. Oder machst du den Teppich denn hier schwarz oder wie du möchtest. Kleiner Tipp noch am Rande, falls du denn sagst, ey, das ist ja alles duster hier, mach einfach unter den Teppich eine Lichtquelle hin. Dann fällt das schon gar nicht mehr auf. Und fertig ist das hier Ganze. Und dann kannst du es hier einrichten. Ich habe dir ja gezeigt, was man sich so ein bisschen reinbasteln kann für Survival. Und ja, da musst du dich ein bisschen austoben. So, dann machen wir das alles mal weg. Zack. Und dann gehen wir wieder an die Kiste ran und stecken natürlich noch was in den Stiefel rein. Denn so ein normaler leerer Stiefel, den wir keine haben, als sei denn, da ist ein bisschen Schokolade drin, ne? So, das heißt einfach mal, wir holen uns hier ganz einfach mal ein bisschen Wolle raus. Ich verwende grüne Wolle, gelbe Wolle, blaue Wolle, orange Wolle, gefolgt von, ja, ein bisschen rosane Keramik. Ich finde, das sieht so ein bisschen wie Zuckerguss, ne? Das sieht so ein bisschen so, halt so ein bisschen, ja, nach Süßigkeiten aus. So, dann holen wir uns noch ein bisschen Quarz. Ich verwende Treppen davon, wie Stufen. Dann holen wir uns noch braunen, trockenen Beton, ne? Das ist ja wie so Sand. Und dann holen wir uns noch davon die feste Variation. So, wenn wir das Ganze haben, geht's los und dann stecken wir erstmal was in den Stiefel rein. Ich würde sagen, fangen wir an mit ein paar Geschenke. Ja, ne? So, ich mache jetzt einfach hier so ein gelbes Geschenk hin. Mache ich mal auf eine 3x3er Breite, würde ich sagen. Mache das Ganze so, ja, so zweimal hoch. Zack, zack, zack. So, an den Seiten machen wir jeweils Bänder hin. Nicht so, sondern so in den Block an sich rein. Wir wollen das Ganze hier natürlich auch zuschnüren. So. Das weiß ich gar nicht, wie habe ich die denn gemacht? Ach so. Ja, muss man immer noch ein bisschen gucken. So, einfach mal so leicht zugeschnürt. So, dann machen wir noch ein blaues hin. Das hätte ich aber gerne so ein bisschen schräg. Machen wir mal ein bisschen dicker hier. So etwa. Ja, so, das ziehe ich mir erstmal ein bisschen hoch. Die Höhe, ja, würde ich mal sagen, machen wir mal zwei höher, als es ist. So, dann machen wir hier das auch noch ein bisschen dicker. Kann man machen, wenn man möchte. Na, so. So, ich tausche mir jetzt ein bisschen was aus. Und zwar müssen wir die Seiten hier nochmal wegmachen. Und machen das dann durch ein Band. Denn das Geschenk soll ja auch fest gebunden sein. Und nicht einfach nur so lose eingepackt sein in dem Geschenkpapier. Das will ja keiner. Obwohl, doch. Kommt immer drauf an, was drin ist, ne? So, machen wir einfach mal hier so zu. Ja, kann man so durchgehen lassen. Auf der anderen Seite machen wir es auch nochmal. Ich mache es mir jetzt einfach mal hier ein bisschen dicker. Obwohl, nö, ich lasse das einfach mal so ein bisschen dünn. So, soll einfach ein Geschenk symbolisieren, Freunde. Und dann würde ich noch sagen, machen wir uns hier noch, ich mach das auch nochmal weg, das ist mal so ein bisschen dünner. So, ich würde mal sagen, wir machen uns hier noch eine Zuckerstange hin. Ich fange an jetzt erstmal hier mit einer Quarztreppe. Dann mache ich jetzt erstmal hier so ein bisschen mit der Keramik mir das. Wir müssen ja immer so einen Wechsel machen von der Zuckerstange. So, ich bin dann einfach mal hier hinten, mache ich dann ganz oben zum Schluss nach der Keramik einfach mal eine Treppe rauf. Wieder sowas ran. Stufe vorne ran und wieder die Keramik und dann fertig ist die leckere Zuckerstange. So, wir machen einmal eine hinten und einmal würde ich hier noch vorne gerne hinmachen. Fangen jetzt einfach an, Dame mal an. Dann mache ich hier so weiß. Wieder so. Schon Treppe rauf. So, dann basteln wir uns hier noch eine Zuckerstange hin. Vorne den Stiefel. Und dann würde ich sagen, machen wir uns noch eine Tafel-Schokolade hier hinten hin. Einfach mal in die Ecke. Ich mache mir das einfach mal so ein bisschen, wie das ist. Du kannst natürlich auch deine ganz eigenen Sachen für deine Freunde reinbasteln. Hier so ein Tafel Schokolade machen wir ein bisschen rein. So, gucken wir mal hier, wie wir das hier noch ein bisschen rumwirtschaften. Jetzt müssen wir da natürlich noch ein bisschen was vorbauen. So, und so machen wir ein bisschen dicker. Jetzt muss ich mir kurz noch mal gucken, wie ich da die Tafel Schokolade gemacht habe. Das ist mir ja... Ach, habe ich ganz niedrig gemacht. Habe ich ja ganz niedrig. Das haben wir ja schon viel zu groß. Da kriegt ja einer viel zu viel Schokolade. Ist ja auch nicht gesund. So, tauschen wir hier nochmal aus. Machen wir mal, dass die Schokolade hier auch so ein bisschen übersteht.
Super, dann ist das ein voll gefüllter Weihnachtsstiefel, so ein Nikolausstiefel. Den kannst du dir bei deinen Freunden ein bisschen hinstellen. Vielleicht brauchst du auch zwei Paar Schuhe. Denn ich sage mal, zwei Paar Schuhe, damit kann man besser laufen, als nur mit ein Paar. Und dann sind wir hier auch fertig mit dieser Folge. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und wünsche dir noch einen schönen Nikolaus. Mal gucken, was du in deinen Stiefel noch so bekommst. Kannst ja mal, wenn du was bekommen hast, mal unten in die Kommentare reinschreiben. Und dann bin ich mal gespannt, was so in deinen Stiefel steckt. So, aber ansonsten sind wir fertig. Ich stelle mich mal, ich weiß gar nicht, von welcher Seite ich jetzt in Safety stehen soll. Ich würde mal sagen, wir stellen uns ganz einfach mal hier so hin. So, und wenn ich Safety stehe, Freunde, dann war es das Ganze wieder von meiner Seite. Ich wünsche viel Spaß beim Nachbauen und dann sage ich nur eins, und zwar ganz einfach, tschüss.